So viele Menschen sehnen sich nach einer innigeren Beziehung der Liebe zu Gott als Vater. Wie schön und bedeutsam hat uns doch Jesus selber zu seinem Vater hingeführt. Er lehrt uns im Vater unser das ergreifende Herzensgebet seiner Vaterliebe. Vater dürfen wir ihn darin nennen, unseren und aller Menschen Vater. Ja, wir dürfen ihn sogar Abba rufen, in einer so liebevollen Koseform des Herzens. Jesu Leben und Sterben war in allem Hinführung und Offenbarung einer unvorstellbaren Vaterliebe. Immer wieder und in so überzeugenden Beispielen zeigt er uns die rettende und heilende Gottesliebe. Als Gerechtigkeit in Maß und Ordnung, als treue Fürsorge in schützender und mahnender Vorsehung, als liebevolle Umarmung in seiner Güte und Milde und vor allem in der erbarmenden Hingabe seines so sehr geliebten Sohnes Jesus Christus für uns im rettenden Kreuzestod. Konnte der Vater mehr Liebe noch schenken? Nie lässt er uns in seiner Liebe allein. Sie gibt sich immer neu hin in unblutiger Erneuerung des Erlösungsopfers und in den heiligen Gaben von gewandeltem Brot und Wein. Vom Atem seiner belebenden Liebe sind wir jeden Augenblick umgeben und von Vaterhänden getragen und gesegnet, die alle Menschen vereinen wollen im unendlichen weiten Herzen dreifaltiger Liebe. So lassen wir gerne die nachfolgenden Texte zu unserem Herzen sprechen, in liebevoller Betrachtung und Anbetung, in Dankbarkeit und Vertrauen. Sie schenken uns Freude und sie wollen uns Hilfe sein auf unserem Weg und im täglichen Leben. So spricht Jesus zu uns über das Vaterunser. Es ist das Gebet meiner Liebe. Als ich euch das Vaterunser lehrte, habe ich euch so innig an meiner eigenen Liebe zum Vater teilnehmen lassen. Es ist das Gebet meiner Liebe und es soll auch das Gebet eurer Liebe sein. Betet es oft, betet es in Einheit mit mir. Jedes Vaterunser ist ein Herzensgebet. Ja, es ist das Gebet der Liebe, das alle Herzen zusammenschließt. Jedes Wort ist Liebe, lobpreisende, anbetende Liebe, ist Glaube und Hoffnung und innigstes Vertrauen in die Vaterliebe. Gibt es etwas Beglückenderes als die Liebe des Vaterherzens? Wer möchte diese Liebe verlieren? Wer möchte ins Unglück der Gottferne fallen und dort sein Herz verlieren? O bedenkt das Schreckliche jenes Stolzes, der sich vom Vaterherzen entfernte, der es verlor und nun selber kein Herz mehr besitzt. Bittet darum, dass niemand sich dem Vaterherzen verschließen möge. Bittet, dass alle Menschen dieses Herz erkennen und es dann für immer
lieben. Ja, Jesus, so wollen wir dir antworten. Diese Worte, die du zu uns gesprochen hast, sind selbst schon Gebet und öffnen unsere Herzen für den ewigen Vater, der uns erschaffen hat. Danke, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und uns den Vater verkündest und deine Liebe zum Vater. So beten wir jetzt gemeinsam mit dir, mit deiner heiligen Mutter Maria, mit allen Engeln und Heiligen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus, so sagst du uns, der Vater hat euch den freien Willen gegeben, ja die Freiheit, ihn zu lieben oder nicht. Wie könnt ihr verzagen und misstrauen, wenn doch Gott so große Hoffnung in euch setzt? Hätte er euch geschaffen ohne Vertrauen zu euch? Er hat euch den freien Willen gegeben, ja, die Freiheit, ihn zu lieben oder nicht. Selbst wenn ihr ihn enttäuscht, er glaubt dennoch an euch und erwartet stets neu euer Vertrauen zu ihm. Ja, Jesus, ja, Vater, so legen wir unser ganzes Vertrauen in die Vaterhände, damit der Vater alles in seine Liebe einschließen kann, alles, was wir ihm bringen, alle unsere Verzagtheit, unseren Unglauben, unsere Lauheit, unser mangelndes Vertrauen. Dir, Vater, wollen wir vertrauen. Auf dich setzen wir unsere ganze Hoffnung, auf dich allein, Vater. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ihr sollt und dürft den Weg meiner Liebe gehen. Wisst ihr, welch umfassendes Geschenk euch im freien Willen von Gott gegeben ist? Eine so hohe Würde liegt in dieser Gottesgabe verborgen. Eine so einmalige Auserwählung. Wie sehr hat der Vater euch darin in seine Liebe hineingenommen. Ihr dürft euch nicht nur frei entscheiden, vielmehr dürft und könnt ihr dadurch wirkend sein, mitwirkend und mitgestaltend an seiner Schöpfung.
am ewig sich entfaltenden Werden und Sein seiner Liebe. Ihr dürft euch hinein entscheiden in die Wirkkraft des Guten gegen alle Zerstörung des Bösen und teilnehmen am Sieg der Liebeskraft Gottes, an der Überwindung der unseligen Auflehnung und Entfremdung durch die Unordnung und Verleugnung göttlichen Ursprungs. Gott erwählt euch, mit ihm zu kämpfen und zu siegen. Ihr dürft euch in die Reihen St. Michaels stellen, wie auch an die Seite des guten Hirten. Ja, ihr sollt und dürft den Weg meiner Liebe gehen. Ihr dürft immer wieder umkehren und euch eures wahren Seins besinnen, um mit mir heimzukehren in den ewigen Urgrund der Liebe, von dem ihr ausgegangen seid. Ja, Vater, du hast uns den freien Willen gegeben und wir entscheiden uns für dich. Und wir danken dir von Herzen, dass wir mitwirken dürfen an diesem großen Erlösungswerk, an den Großtaten Gottes. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sind und dass du uns nie im Stich lässt. Danke, Vater, dass du uns die heiligen Engel und die Heiligen zur Seite gestellt hast und dass sie mit uns an unserer Seite kämpfen. Danke, Vater, dass wir mit dir diesen Weg der Liebe gehen dürfen und dass wir immer wieder aufs Neue umkehren können und zu dir zurückkehren in deine Arme, wenn wir gefallen sind. Danke, Vater, für deine diese übergroße Liebe, die verzeiht und wieder von Neuem in die Arme schließt. Aber, lieber Vater, Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du Mutter des Herrn, wir wollen noch unser Ave sprechen, weil du bist die Miterlöserin, die Mittlerin und die Fürsprecherin am Throne Gottes. Du bist ganz nah am Herzen des Vaters. Und du bringst alle unsere Bitten dem Vater dar. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Alle Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Thank you.